Mein Name ist Hase, ich weiß Bescheid. Willkommen bei Big Colorful Toy Show. Heute schauen wir uns den Prinz Adam von der Neo Vintage Wave 3 an. Das ist die zweite Figur, wo ich jetzt reviewe. Die erste war Orko und wer passt natürlich zu Orko? Adam. Ja, genau. Und hier ist er. Wieder mit einer perfekten Karte und Blister. Und ja, Standardverpackung halt, wie beim Orko auch. Hier das Action-Feature, Cross-Sell und wirklich ein sehr schönes Artwork mit Tila und Gringer und ein paar Katzen. Adam beim Angeln und ja, wie immer, Tila schimpft ihn vermutlich, warum er denn nicht gerade irgendwie Kampfübungen macht oder gegen Skeletor kämpft. Dann sagt er vermutlich, nein, ich will jetzt lieber angeln oder ein Gedicht dichten. He-Man wird sich schon darum kümmern. Oder so ähnlich. Ja, eigentlich wirklich sehr schön, aber ja, ist da wieder dieser He-Man-Kopf. Wirkt jetzt beim Adam, sage ich mal, weniger glänzend natürlich. Dadurch nicht ganz so seltsam. Und bei Prinz Adam habe ich eine Anekdote aus der Kindheit. Ich hatte Prinz Adam als Kind, auch mit Schwert. Dieses rosane Schwert hat mich irgendwie fasziniert, obwohl es rosa war. Ich habe es dann verloren und ich hatte immer so ein Gefühl, kennt ihr das, wenn man das Gefühl hat, man weiß, wo es liegt, aber nur so ungefähr. Und man sucht und sucht und sucht und findet es nicht. So, bei mir war das so und ich habe immer auf unserer Terrasse nach diesem Schwert gesucht. Aber ich habe es nicht gefunden. Ist vermutlich weggeschmissen worden von meinen Eltern oder irgendwo untergegangen. Ja, schöne Anekdote. So viel dazu. Jetzt kommen wir wieder zur Figur. Er hat auch hier wieder den Mantel und diesen Gürtel. Ja, es sieht vintage-mäßig aus. Bin mal gespannt, wie sich das anfühlt. Das Schwert hat er dabei. Das Zauberschwert in rosa. Auch wenn es jetzt nicht ganz zeichentrickkonform ist, finde ich es auch ganz witzig, weil ja, die Vintage-Figuren hatten. Der Vintage-Adam hatte ja ein rosa Schwert. Warum nicht auch der? Das Weiß wirkt jetzt nicht ganz so weiß von seiner Brust. Ja, ich weiß nicht, was das da ist, ein Shirt oder sowas. Aber ich glaube, wir packen ihn jetzt einfach mal aus. So, gehen wir ein bisschen zurück. Ja, wie damals in den 80ern. Aufmachen, schön. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, für uns Sammler schon. So, da ist er. Im Tütchen. Wie damals auch. Und so. Wieder mit dieser Karte. Schön, er zieht gerade dieses Schwert, das übrigens hier grau ist, wie es eigentlich gehört. Und verwandeln sich dann gleich in He-Man. Und hier sieht man auch, gut, hier haben sie den Mini-Comic Adam, die Figur von damals und wie er dann im Zeichentrick ausgesehen hat. Vom Toy to Toon. Sehr schön. So, da ist er nun, der Prinz Adam in seiner aller Pracht. Ich muss sagen, in diesem Hautton gefällt mir der Kopf auch besser, ja, wie beim He-Man, wie schon gesagt. Der Stoff fühlt sich sehr weich an, sehr schön eigentlich. Der Gürtel, ja, der kommt mir fast wie damals vor. Die Beine, schauen wir mal. Oh.
Ja, geht einigermaßen. Ja, machen wir mal nicht zu viel. Ansonsten, ja, ist halt He-Man, hat nur ein Schwert dabei, nur die volle Hälfte des Zauberschwertes. So gesehen etwas wenig Zubehör, aber war ja damals auch so, vermutlich wegen dem Stoffcape. Ich würde mal sagen, wir stellen uns mal den Vintage Adam daneben. Nehmen wir mal lieber die Base, sonst kriegt er um. Das haben die Vintage-Figuren so an sich. Ja, das sieht man schon am Face-Sculpt, ja. Der Vintage sieht auf jeden Fall besser aus. Meiner hat das typische Problem mit dem Gürtel, dass der so locker wird. Mir fällt gerade auf, dass die Gürtelschnalle wirklich sehr ähnlich schaut wie damals. Ansonsten hier auch glatte Füße. Hier noch die mit den Details. Ja, mein Adam hat auch hier ein paar so Altersflecken. Ja, also die Weichmacher treten aus. Auch das Lila ist nicht so prägnant wie hier. Es könnte aber auch das Alter sein. Und das ist natürlich nicht so weiß, weil es halt auch schon älter ist. Ja. Aber hier sieht man schon sehr gut. Ja, hier ist befestigt. Hält trotzdem nicht. Oh, und schon fällt er um. Aber hier auf meiner Couch ist es auch ein bisschen wackelig. So. Dann vergleichen wir mal die zwei Schwerter. Ja, der Unterschied ist schon etwas, also vom Farbton her. Hier etwas mehr hier etwas mehr rötlich und hier etwas mehr rosa oder pink. Und die Weste ist ja hier sowieso rosa wie in der Serie. Und hier hatten sie eben einen anderen Ton genommen, warum auch immer. Dachten wahrscheinlich, ist nicht so wichtig. Und es war auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also für mich war es nicht so wichtig. Hoffentlich fällt er nicht noch ein paar Mal um. So. Ich glaube, ich ziehe ihm hier das nicht aus. Also man hat ja hier das ausziehen können. Aber ich glaube, ich lasse das hier lieber. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt aufgeht, ohne dass man es kaputt macht. Dann habe ich hier noch den Neo Vintage He-Man im Vergleich. Und da sieht man schon sehr gut, das Gesicht glänzt viel mehr. Aber es liegt nicht daran, dass der Adam sein Gesicht bemalt ist, sondern einfach an dem verwendeten Plastik, denke ich mal. Und man sieht, da kommt auch viel mehr der Head Sculpt eigentlich, oder das Gesicht Sculpt besser gesagt, raus, was dann doch eigentlich nicht so schlecht ist. Also vielleicht ist es eher die verwendeten Materialien und der Paint Job vielleicht. Von den Haaren her sieht der Adam auch besser aus, obwohl sie ja eigentlich die gleichen sind, aber meiner hat hier ja so ein paar kleine. Die sieht man, glaube ich, jetzt nicht auf der Kamera. Aber passen gut zusammen, sieht man eindeutig, ist dieselbe Figur. Zumindest Sculpt-mäßig. Und Tila könnte schon langsam drauf kommen, dass Adam und He-Man vielleicht dieselbe Person ist. Hm? Nein? Okay. Dann schauen wir uns noch den Club Grayskull Laughing Adam an, weil eben den normalen Adam von der Club Grayskull Line gibt es noch nicht oder ist noch nicht rausgekommen, kommt aber noch. Und hier sieht man schon sehr gut die Weste, sehr ähnlich, Schwert, ja, rosa und ja. Aber hier sind wir schon mehr in der Sammlerrichtung. Und deswegen liebe ich auch die Classics und die Club Grayskull Figuren. Die Neo Vintage sind eine Hommage, gefällt mir sehr gut. Verpackung ist einfach auch Vintage-mäßig, gefällt mir auch sehr gut. Hätte ich schon gern auch mal im Geschäft gesehen, aber bei mir in der Nähe ist kein GameStop. Somit werde ich es jetzt wohl nicht so sehen.
Da muss ich wohl selber mein Regal aufbauen mit Neo-Vintage-Figuren, die da so dort hängen. Ja, das war mein Review vom Prinz Adam der Neo-Vintage-Line. Ja, langsam kommen wir die Hände zu. Und so, das war's jetzt mit meinem Review vom Neo-Vintage Prinz Adam. Mir gefällt das sehr gut. Prinz Adam und Orko können einfach zusammen. Und von daher finde ich es gut, dass Super 7 die in dieselbe Wave gepackt haben. Hier, Orko bringt ihm gerade sein Schwert, damit er sich in He-Man verwandeln kann. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Kraft. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, liken, subscriben, also abonnieren und vielleicht einen Daumen da lassen, wenn ihr mögt. Und ihr könnt auch gern einen Kommentar dazu abgeben zu dem Video. Was gefällt euch nicht? Gefällt euch der Neo Vintage Adam, der Neo Vintage Orko? Was haltet ihr überhaupt von der Neo Vintage Line? Und würdet ihr euch die auch holen? Habt ihr sie schon? Ja. Insofern verabschiede mich jetzt und viel Spaß beim Sammeln. Tschüss!